Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Chronicles China. Wir sind jetzt hier mal noch auf dem chinesischen Kriegsschiff. Frage mich immer noch, wie ich da unten zur Kiste komme. Die Durchschnittwaffen sind, um nicht bemerkt zu sein, wenn du dich hinter vorne bewegst, verschwindenderweise umdrehst, um die Spielbildung anzuzeigen, dass du sehen wirst. So, hier lang. Ich drück doch immer B, was ist das denn? Schaut jetzt ein nach dem anderen aus, mir jetzt wurscht. Warum blockt die nicht mehr? Mal gucken, wo Block nochmal war. Ja, blocken, B, also. Komisch. Was soll das denn immer?
Kannst du von da oben vielleicht einen Knallkörper runterschmeißen? Ja Gott. Ich kenne das doch jetzt hier. Hallo. Mann. Und der die jetzt hoch. Hallo. So, Knallkörper ist unten. Hab ich trotzdem gesehen. Ich kann absolut nicht mehr blocken. Ja, der hat mich trotzdem gesehen. Ja. Ich will doch einfach nur mal blocken, Mann. Woher weiß er denn, wo ich bin? Oh Gott. Das ich kann nicht blocken. Guck, ich drück B und die macht einfach nichts. Thank you.
下次我们一定会杀了你，保持警戒状态。 Ja, ich habe leider keinen Weg zum Raum gefunden. Na egal. Haben halt keinen Raum gefunden. Weil da ist eine Schatzkiste, da ist bestimmt Geheimnis drin. Und jetzt kann ich da leider nicht mehr hin. Chunken sind chinesische Pferde, die während der Song-Dynastie 960 bis 1279 entwickelt wurden. Selbst die frühen Chunken waren effizient und widerstandsfähig genug, um eine Seereise über längere Distanzen zu überstehen. Die technischen Errungenschaften wie die Beschaffenheit des Rumpfes und des Segels machen sich den westlichen Schiffen überlegen, da sie schließlich anpassten. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.